Praktikum physikalische Chemie. Die heterotrophische Überführungszahl. Bei der Elektrolyse treten in der Umgebung der Elektroden Konzentrationsänderungen auf. In einer stromdurchflossenen Elektrolytlösung leisten Kationen und Anionen unterschiedlich große Beiträge zum Strom bzw. zum Ladungstransport. Leitfähigkeitsmessungen an Elektrolytlösungen liefern Informationen über die Summe der Einzelbeiträge der Kationen und Anionen zur Leitfähigkeit. Quantitativ wird das unterschiedliche Leitungsverhalten der Ionen durch die heterotrophische Überführungszahl beschrieben. Der durch die Elektrolytlösung fließende Strom setzt sich aus dem durch die Kationen transportierten Anteil und dem durch die Anionen transportierten Anteil zusammen. Für die Überführungszahlen der Kationen und Anionen gelten diese Formeln. Überführungszahlen sind definitionsgemäß von der Art des Gegenions abhängig. Im Praktikum wird KOH elektrolysiert. Dabei laufen an den Elektroden diese Reaktionen ab. Fließt eine beliebige Ladungsmenge Q durch die Zelle, folgt unmittelbar aus der Bilanz für die Stoffmengenänderung der Elektrolyten im Kathodenraum und Anodenraum diese Formel. Überführungszahlen können also aus der Messung der Ladungsmenge Q und der Bestimmung der Stoffmengenänderung berechnet werden. Hier ist die Apparatur zur Bestimmung der Überführungszahlen nach Hittorf dargestellt. Die Apparatur besteht aus einem Netzgerät und einem Voltmeter, welches die Spannung vom Netzgerät kontrolliert und einstellt. Ein Ampermeter im Stromkreis zeigt die Stromstärke an. In dem Knallgaskolometer entsteht während des Versuches Wasserstoff, welches in einer Bürette aufgefangen wird. Die eigentliche Messzelle besteht aus zwei voneinander trennbaren Kammern und dient zur Ermittlung der Stoffmengenänderung. In die Messzelle wird bei geöffnetem Verbindungshahn 100 ml einer 0,1 Molarum KOH pivertiert. Der Flüssigstand muss sich in beiden Kammern gleich hoch einstellen. Die Bohrung des Hahns zwischen den Klammern muss luftblasenfrei sein. Jede Kammer enthält dann 50 ml Lösung. Die beiden Elektroden werden anschließend in die Kammern eingesetzt und der Verbindungshahn geschlossen. Vor Beginn der eigentlichen Messung lässt man in der Bürette des Kolometers ca. 2 ml Wasserstoff entwickeln, um den Meniskus in den graduierten Bereich der Bürette zu bringen. Dazu wird das Netzgerät eingeschaltet und vorsichtig auf 6 Volt eingeregelt. Die Verbindung der Schaltung darf jetzt nicht mehr verändert werden. Eine Umpolung würde bewirken, dass Sauerstoff in die Bürette gelangt, der mit dem bereits vorhandenen Wasserstoff explosives Knallgas bildet. Wenn sich genug Wasserstoff gebildet hat, wird das Netzgerät ausgeschaltet und das Flüssigkeitsniveau abgelesen und notiert. In dem Stromkreis wird nun die Messzelle eingebaut. Der Verbindungshahn zwischen Anoden- und Kathodenraum wird geöffnet und das Netzgerät anschließend eingeschaltet. Die Spannung wird auf 80 Volt eingeregelt und die Zeitmessung gestartet. Die Stromstärke wird in Abständen von 10 Minuten registriert. Dann wird das Netzgerät abgeschaltet und die beiden Kammern durch Schließen des Verbindungshahnes getrennt. Das Wasserstoffvolumen in der Bürette wird genau abgelesen. Die Elektroden werden aus der Zelle entfernt und durch Silikonstopfen ersetzt. Die Stopfen werden fest verschlossen und die Lösungen in den beiden Kammern durch gutes Schütteln homogenisiert. Dem Anoden- und dem Kathodenraum werden nun jeweils 2x 20 ml KOH entnommen. Die Laugen werden mit einer 0,1 molaren Salzsäure-Maßlösung gegen den Indikator Phenolphthalein bis zum Umschlagspunkt titriert. Zur Auswertung werden die Titrationsergebnisse gemittelt. Die Dichtebestimmung erfolgt mittels Pyknometer. Zunächst wird die Leermasse bestimmt. Dann werden die Gewichte des gefüllten Pyknometers zuerst mit destilliertem Wasser und anschließend mit Schwefelsäure gefüllt bestimmt. Das Gefäß wird so hoch befüllt, dass beim Einsetzen des Stopfens die Flüssigkeit durch die Kapillare nach außen dringt. Kommen wir nun zur Auswertung. Eine KOH-Lösung wurde in einer heterotrophischen Zelle elektrolysiert. Die geflossene Ladung kann durch das entstandene Wasserstoff im Kolometer bestimmt werden. Tabelle 1 zeigt die Messwerte der Stromstärke und des entstandenen Wasserstoffes. Die Tabelle daneben zeigt die Raumtemperatur sowie den Luftdruck während des Versuches. Die Flüssigsäule im Kolometer kann abgelesen werden. Das Volumen des entstandenen Wasserstoffes wird ausgerechnet. Dazu werden die Volumenstände an der Bürette abgelesen. Der Außendruck wird über diese Formel berechnet. Tabelle 2 zeigt die Messwerte zur Ermittlung der Dichte von Schwefelsäure. Um die Dichte der Schwefelsäure zu berechnen, muss zunächst die Dichte von Wasser aus den Literaturwerten interpoliert werden. Mit der geraden Gleichung wird zunächst die Dichte von Wasser bei gegebener Raumtemperatur bestimmt. Anschließend kann die Dichte der Schwefelsäure über diese Formel ermittelt werden.
Tabelle 3 und 4 zeigen die Titrationsergebnisse aus den beiden Kammern. Die relative Standardabweichung wird optisch auf 2% geschätzt. Es werden die Konzentrationen vor und nach der Elektrolyse mittels dieser Formel berechnet. Die relative Standardabweichung berechnet sich aus dem Verhältnis der relativen Standardabweichung des Volumens der Titration zu dem Mittelwert der Volumen. Tabelle 5 dient zur Ermittlung der geflossenen Ladung. Der Dampfdruck von Wasser wird durch das Interpolieren der Literaturwerte gewonnen. Durch Ausrechnen der Exponentialfunktion erhält man den Dampfdruck bei Messtemperatur. Der Dampfdruck des Wasserstoffes ist der Differenzwert dieser Subtraktion. Aus diesen Zustandsgrößen des Wasserstoffes kann die Stoffmenge ermittelt werden. Mittels des Faradayschen Gesetzes kann nun die geflossene Ladung berechnet werden. Vereinfachend wurde die Standardabweichung der Ladung mit der Standardabweichung des Volumens gleichgesetzt. Aus den Titrationsergebnissen wurden die Stoffmengenänderungen im Kathoden- und anoden Raum berechnet. Die Stoffmengen der einzelnen Titrationen ergeben sich aus der Division der Konzentration und des Volumens. Die Stoffmengenänderung ist die Subtraktion V2-V1. Hierbei ist zu sehen, dass die Stoffmenge und die Konzentration im Anodenraum abnimmt, während sie im Kathodenraum zunimmt. Die relative Standardabweichung der einzelnen Stoffmengen ist die Addition der relativen Standardabweichung der Titration und des Volumens der Elektrolytzelle. Die Standardabweichung ist das Produkt aus der relativen Standardabweichung und der Stoffmenge. Die Überführungszahlen ergeben sich aus der Stoffmengenänderung und der Ladungsmenge. Aufgrund des Grotthauseffektes ist die Überführungszahl des Anions deutlich größer als die des Kations. Zu den Überführungszahlen werden die relativen und die absoluten Fehler bestimmt. Zuletzt wird das Auswerteblatt mit den errechneten Werten und den Fehlern ausgefüllt.